Immer mehr Menschen, jüngere wie ältere, leiden an der Zuckerkrankheit. Übrigens ist es vor allem der Urin, der dann süß schmeckt. Früher haben die Ärzte das getestet. Die Urindiagnostik war sehr wichtig, weil es noch keine modernen Labormethoden gab. Also hat ein Arzt am Urin gerochen, ihn gegen das Licht gehalten und sogar einen Tropfen probiert. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von 3 bis 10 Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne.